Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflanzen gegen Zombies 2. Und wir gehen sofort in den Seengarten, denn dort, ja, da wartet ein bisschen was auf uns. Ja, wir können hier gießen und hier haben wir eine Pflanze, die wir mitnehmen können. Und hier ist ein Bienchen, das wir, keine Ahnung, auf irgendeine der Pflanze anwenden können. Und da können wir noch gießen und dann geht es los mit dem täglichen Wahnsinn im Pflanzen gegen Zombies 2. So einfach ist das und nicht anders. Ja, Level 20 und dann wartet irgendein mysteriöser Rasenmäher auf uns. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Okay, meine Lieblingssternpflanzen, juhu. So, das brauchen wir. Dann, oh, die könnten wir mal nehmen. So, ja, dann nehmen wir die natürlich wieder, weil die mögt ihr ja so gerne. Dann nehmen wir das hier. Und dann, nee, ich nehme die nicht. Ich nehme die hier. Dann nehmen wir, brauchen wir Pusteblumen? Nee, wir brauchen keine Pusteblumen. Ist ja nichts dabei, außer die kleinen Imp-Dinger, die man ja anscheinend wegpusten kann. Aber weiß ja nicht so recht. Was machen wir noch? Was machen wir noch? Was machen wir noch? Die hier, die sind immer gut. Ich denke, das könnte funktionieren. So, gut. Zu Beginn natürlich, wie immer, kaufe ich mir einen Dünger. Ist ja jetzt mehr oder weniger schon Standard, sage ich mal, dass wir immer mindestens einen Dünger kaufen. Damit wir dann so richtig schön Vorrat holen können. So, theoretisch muss ich bei den ersten Zombies jetzt auch noch gar keine Verteidigung aufbauen. Das heißt, für die ersten Zombies kann ich mich jetzt im Moment noch pur darauf konzentrieren. Hier schön brav. Oh, da kommt sogar schon einer mit Dünger. Na, Moment, ich sollte hier schon Nüsschen hinpacken. Da kommt schon der erste Gegner. Aber ich finde es klasse, wir kommen sogar sofort noch einen zweiten Dünger dazu. Das ist doch schon mal gut. Das erfreut das Herz. So, dann setzen wir die jetzt hier ein. Dann bekommen wir nämlich jetzt jede Menge Sonnen. Packen das hier dahin. Packen das hier dahin. Und jetzt wird es auch schon fast kritisch. Aber nur fast. Machen wir das hier mal. Können wir hier mal ein bisschen aufräumen. Dann packen wir hier was hin. Und habe jetzt fast ein bisschen Sorge schon fast. Geht mir alles ein bisschen zu schnell gerade. Aber gut, alles kein Problem. Kommen die Imps jetzt schon? Och Gott, kommen die hier? Finde ich nicht toll. Führ die mal ein. Danke. Gut. Ist nämlich hier Ruhe. Hier ist Ruhe. Hier ist Ruhe. Oh Gott. Moment, hier einen Dünger anwenden. Wow. Ja, schaut mal, da ist schon voll weit gewesen. Ich habe es nicht gesehen. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Es wäre sonst ein bisschen übel ausgegangen. So, hier schalten wir wieder aus. So, dann möchte ich... Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Frier mal den einen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist nicht gut. Ah, der schießt aber auch noch hinten. Das ist gut. Okay, hier kommt ein neuer Dünger. Ich würde gerne ein bisschen mehr Sonnen haben, wenn es geht. Soll ich nochmal einen Dünger auf die anwenden? Ja, sicher ist sicher, ne? Sicher ist sicher. Lieber machen wir es so. So, dann können wir nämlich hier schon mal die hier benutzen. Und das Schutzschild, glaube ich, lässt bald nach. So habe ich die Befürchtung. Ja, ist schon. Lässt schon nach, das Schutzschild. Oh Gott. Oh Gott, das wird stressig. Hier noch eine zweite Sonnenblume. War voll falsch gesetzt, verdammt. Ist nicht gut. Hier kann ich die nicht brauchen. Da kann ich hier nicht... gut. Gut, 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 gut. Ich nehme das lieber wieder für Schutzschild her. Sicher ist sicher. So, die hier wieder anbringen. Und dann bräuchte ich, wenn es vielleicht möglich wäre... Okay. Ah, der ist sofort down gegangen. Das tut mir jetzt aber leid. So, hier, das wird jetzt... Da wird jetzt da durch, ne? Geht da durch, ja. Geht durch. Kann man den ausschalten? Wird nämlich trotzdem getroffen. Aha! Ja, ich bin gespannt. Das Level, im Moment glaube ich, dass ich mich für die falsche Taktik entschieden habe. Machen wir hier nochmal eine Sonne hin. Brauchen mehr Sonnen. Definitiv brauchen wir viel, viel mehr Sonnen. Dann könnten wir hier die hier anwenden. Ich bin am Spekulieren, ob es Sinn macht, eine zweite hinzubauen. Ist vielleicht nicht schlecht. Machen wir mal lieber. Was mich interessieren würde, wenn die da weitergeschoben werden, weil der andere schiebt die doch immer. Ob das dann ein Problem ist? So, schön brav Sonnenfarm. Wir brauchen viel, viel mehr Sonnen.
So, machen wir da mal. Dann schalte ich den hier gleich aus, bevor er überhaupt irgendwas machen kann. Sofort ausschalten. Hier einen zweiten hin. Hör doch mal auf! Meine Güte. Kommt da wenigstens irgendeiner mit Dünger oder so? Komm! Na, werd wahnsinnig. Werd wahnsinnig. So, jetzt einer. Sehr schön. Nochmal eine Sonne. Hm? Ich glaube, wir könnten noch jetzt weiter gebrauchen. Dann. Oh, jetzt ist der schon wieder aktiv. Geht das jetzt schon los? Ist der so schnell wieder aktiv geworden? Das geht gar nicht. Geht er jetzt down dadurch? Nein, geht er nicht. Dann frieren wir ihn ein. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt gerade alles nach hinten losgeht. Dezent, habe ich das Gefühl. Es geht jetzt gleich alles nach hinten los. Oh Gott. Oh, die da hinten sind schon ganz, ganz übel hergerichtet. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute. Das wird nichts mehr. Moment. Komm. 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 Okay, der ist down. Oh, und der nächste. Ah, verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einfrieren. Ach, das ist eh schon der letzte gewesen. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Oh, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir dieses Level noch schaffen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Ich hätte gedacht, das verlieren wir jetzt. Okay. Das Geld dezimiert sich minimal. Oh, nur minimal. Okay, starte durch Tippen und Halten manuell einen Rasenmäher. Cool. Einen? Oder einen generell? Oder einen halt, weil mit Tippen und Starten immer nur einer losgeht? Ich weiß es nicht. Was bekommen wir denn hier jetzt Schönes? Wir haben kaum Pflanzen. Oh, die hier? Na gut, da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Aber ich glaube, dass wir die hier versuchen, so schnell wie es geht zu bekommen. Ein Rasenmäher starten ist sicherlich auch nicht schlecht. So, Level 21. Es gibt ja jemanden, der behauptet, dass wir bis zum Ende der Welt kein Geld mehr haben. Es würde mich wundern, wir haben nur noch diese 4 Level jetzt. Und dann der Bosskampf. Und lass mich raten, der Bosskampf ist mit Sicherheit noch nicht freigeschaltet. Och nö. Du hast dich jetzt entschieden, einen Rasenmäher schon frühzeitig zu starten. Entschuldigung, du kannst dich jetzt entscheiden. Tippe und halte ganz einfach einen Rasenmäher, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Manchmal ist das Strategologischste, was man machen kann. Strategisch ist ein wundervolles Wort, das muss ich mir merken. Ui, produziere mindestens 5000 Sonnen. Och nö, und spiele mit höchstens 16 Pflanzen zur selben Zeit. Jetzt wollen sie mich verarschen. Die Kombi aus beiden finde ich nicht schön. Wir brauchen die. Brauchen die, wir brauchen die. Wir brauchen das hier. Wir brauchen Sonnen. Oh Gott. Das wird mies. Das wird ja, das weiß ich jetzt schon. Das Level wird mies. Wird mehr wie mies. Wir sollten vielleicht noch kurz irgendwas mitnehmen, was nur 100 kostet. Ich nehme die Britzelblitz mal mit heute. Vielleicht hilft die mir was. Wie viel? 16 Pflanzen? 16, ja. Das heißt, okay. Das heißt, wir dürfen verwenden drei Reihen und eine Blume mehr. Okay. Das ist gut. Das könnte funktionieren. Ich hätte gern noch eine zweite Sonnenblume. Wäre ganz schön. Eine zweite würde nicht schaden. Komm, jetzt spuck's halt aus. Hallo. Danke. Geht doch. Hat jetzt aber auch lang genug gedauert. So. Jetzt einer. Schon viel besser so. Viel, viel besser. Kommen hier noch eine hin? Okay. Hier unten kommt sogar schon einer mit Dünger. Das ist gut. Geht er down? Ja, er ist down. Alles klar. Wir brauchen jede Menge Sonnen. Das ist blöd. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist mehr wie blöd. Aber gut, das schaffen wir auch. Wäre ja gelacht, wenn wir es nicht schaffen. Wir müssen es ja schaffen. Kommen wir ja nicht drum rum. Okay. Ach, verdammt. Wie bekomme ich in den jetzt so schnell, wie es geht, klein? In den wir das hier anwenden und hoffen, dass er den noch rechtzeitig killt. Aber ich glaube, das sieht schlecht aus, dass er das rechtzeitig schafft. Jetzt warte mal. Der geht doch ab und zu kurz auf den Boden. Und dann könnten wir in der Zeit, wo er auf den Boden geht, könnten wir ihn einfrieren, oder? Nein, das können wir nicht. Ach, schade. Ach, da oben auch schon?
Gott. Okay. Ist nicht gut. Das war jetzt blöd. Okay. Oh, diesmal. Der ist jetzt diesmal down gegangen. Ernsthaft? Wieso? Wieso ist der down gegangen und der andere nicht? Sollen wir mal einer erklären. So. Komm, bitte, geht down. Britzelblitz, glaube ich, könnten hier in dem Level ganz gut sein. So. Dann hier eine. Und die wenden wir gleich an, sodass da keiner mehr durchkommt. Perfekt. Dann vielleicht, ja, ich weiß nicht. Soll ich denn da so viele Sonnen zusammenbekommen? Das ist... Okay. Das bedeutet... Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß gerade echt nicht, was das bedeutet. Das bedeutet, dass ich das hier anwende, um dann das hier wegzureißen, und dann das hier hinzupacken und hier jetzt Sonnen zu produzieren. Genau, das bedeutet das. Okay. Okay, weil irgendwie muss ich ja versuchen, so viele Sonnen es geht zu produzieren. Irgendwie muss ich es ja machen. Sonst wird es problematisch. Okay, das funktioniert schon mal. So, ich reiß die jetzt hier mal wieder weg und pack auch nochmal hier eine Sonne hin. Weil sobald wir die 5000 Sonnen haben, können wir ja aufhören. Dann müssen wir ja keine Sonnen mehr hinpacken. Okay, gut. Oh, eine weitere Eismelone. Sehr schön. Das ist schon mal gut. Dann wird es aber Sinn machen, hier nicht so eine zu verwenden. Dann hätten wir hier Platz tauschen sollen. Ja, aber jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich die schon dort gepflanzt. Mal hört da mal auf. Ah, ich hätte das Ding zum Ausschalten mitnehmen sollen, stimmt's? Wartet mal, das hilft nicht. Wir müssen nochmal Geld ausgeben. So. Okay. Dann haben wir hier jetzt nochmal. So, sobald er da fertig ist, reißen wir ihn weg, packen das hier hin. Genau, weil jetzt können wir nämlich jetzt nochmal, und zwar die hier aktivieren. Die knallt die jetzt erstmal einmal schön alle ein bisschen weg. Die hier in der Mitte nehme ich mir nochmal, nutze hier die hier. Okay, ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. So, wie viele Sonnen brauchen wir noch? Ja, wir brauchen schon noch ein bisschen was. Gut. Dann könnten wir hier... Nee, brauchen wir nicht. Müssen wir nicht wegnehmen. Packen wir die dahin. Okay. Kommen wir nochmal in den Dünger? Nee, wir brauchen keinen Dünger mehr. Wir haben es geschafft. Wir haben die Sonnen... Die Sonnen haben wir zusammen. Okay. Gut. Dann können wir jetzt hier die hier wegreißen, um die hier hinzupacken. Na also! Na, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen hätten hier. Aber ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich jetzt keine Pflanze mehr pflanzen darf. Ja... Ich würde gerne jetzt mal genug Sonnen bekommen. Gibt's ja nicht. Zeigt er die nicht in 50er Schritten an, kann es sein. Hab ein bisschen das Gefühl, da zeigt es nicht so an. Ein bisschen schneller, bitte. Jetzt haben wir die Sonnen endlich geschafft. Na also, können wir nämlich jetzt hier die hier wegpacken. Die hier hinpacken. Die werden nämlich jetzt interessanter werden. Denn die schaden denen nochmal richtig schön in der Gruppe. So, und die hier? Und dann könnten wir eigentlich hier das mal testen. Okay, und? Das funktioniert wunderprächtig. Geht das nochmal? Nicht? Ernsthaft? Nur einmal? Ach, das ist schade. Naja, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, es funktioniert ganz gut soweit noch. Nur ausschalten können wir nicht. Das ist gerade ein bisschen das Problem. Das darf ich nicht vergessen, dass ich nicht ausschalten kann. Oh, weil der Schutzschild geht nämlich gleich down, wenn es so weitergeht. Aber es funktioniert ganz gut. Haut alles hin. Macht es dann vielleicht Sinn, hier die hier hinzupacken? Können wir mal versuchen. Sicher ist sicher. Warum auch nicht? Hätte, ja, wobei ich glaube, dass das Eisteil vielleicht fast sinnvoller ist. Ach, down gegangen. Vorbei. Der da hinten ist noch da und ist auch down. Na also, sehr schön. Gut. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben zwar 3000 Münzen ausgegeben. Aber gut, was sind schon 3000 Münzen? Wir haben immer noch 17.900. Das ist alles noch im Rahmen. Alles noch im grünen Bereich. Wir gehen natürlich wieder erstmal kurz hier in den Seengarten rein. Ich habe gesagt, dass ich die hier haben möchte. Also gehen wir dahin rauf. Los, was hast du jetzt für ein Problem gehabt? So, raus hier. Und dann... In das nächste Level. Ja, komm, wir haben jetzt 14 Minuten, da schaffen wir noch ein Level.
So, 44 Stunden bis zur nächsten Piñata-Party. Heieieiei. Plane deine Verteidigung. Och nö. Und besiege die Zombies. Wie viel Sonnen haben wir denn? Och nö. Wenn ich halt jetzt schon wüsste, wie viel Sonnen. Was? Ernsthaft? Wir sollen das schaffen. Sag mir das mal einer, wer das schaffen soll. Das ist mies. Schafft ja keiner. Ja gut, man schafft's mit Sicherheit. Soll ich denn eure heißgeliebten Orangen mitnehmen? Die Zitrate? Das ist keine Orange, ne? Das ist was anderes. Ich weiß es nicht, was es ist. Oh, es ist gerade ganz schön mies, hier zu entscheiden, was man alles nimmt. Machen wir es mal so. Gut. Okay. Also Verteidigung planen bedeutet für mich, dass ich die hier schon mal alle auspacke. Dass wir hier vorne so zwei hinpacken. Das war's schon. Wir haben sonst nichts mehr. Nee, das ist falsch. Lass uns die ein bisschen weiter vorne hinsetzen. Da fühle ich mich sicherer. Oh Gott. Das Level, wir werden so versagen. Okay, wir haben 125. 125 Sonnen, die wir zum Ausschalten zum Beispiel hernehmen können. Die Eisdinger habe ich ja genommen. Die Korn-Dinger haben mich ja genommen, weil sie richtig, so richtig schön die da vorne aufhalten. Also ich denke, das dürfte nicht die falsche Entscheidung gewesen sein. Die einzige falsche Entscheidung war, dass ich wieder das Booster-Ding nicht mitgenommen habe. Das könnte wiederum ein Problem werden. Aber gut. Oh Gott, das ist gerade übel. Da sind nämlich so unheimlich viele mit Helm dabei. Und das wird jetzt mein Problem werden. Das sehe ich ja jetzt schon. Gut, aber zur Not rauschen wir da halt dann einfach nochmal mit einem Power-Up durch. Kommt die nächste Reihe. Mach mal hier vielleicht auf den hier. Hm? Ja, dann hätte es Sinn gemacht, dass ich da ein Kornapult hingesetzt hätte. Wäre sinnvoll gewesen. War vielleicht nicht die beste Idee, das Level so aufzuziehen. Das werde ich jetzt schon bereuen. Ja, das werde ich bereuen. Das wird nicht hinhauen so. Also so haut es definitiv nicht hin. Wir brauchen was anderes, das mehr Schaden macht. Was gäbe es denn noch für eine Möglichkeit? Wir hätten noch eine andere Möglichkeit, die mir käme. Weil ich glaube, das können wir gar nicht schaffen. Schaut mal, die brauchen jetzt schon zu lange. Wir starten das Level lieber nochmal neu und versuchen es nochmal mit einer anderen Taktik. Lass mich mal spekulieren. Und zwar versuchen wir es jetzt mal mit der Taktik. Ich nehme die zwar jetzt mal mit, die hier, auch wenn ich nicht glaube, dass wir sie brauchen. Aber ich nehme die hier mit. Brauchen wir Pusteblumen? Ja, brauchen wir. Es sind Puste dabei. Machen wir mal so. Gott, 2250 Sonnen. Was wird hier wohl die optimale Lösung sein? Mit Sicherheit nicht das, was ich mache. Ach, ja je. Ja gut, irgendwas muss man ja nehmen, damit der Platz voll wird. Gut, also nochmal. Wie viele Sonnen bleiben wir denn übrig? Wenn ich rechnen könnte, würde ich es vorher schon wissen. Viel zu wenige. Ach, Gottes Willen. Haut ja nie und nimmer hin. Haut ja nie und nimmer hin so. Dann machen wir mal die hier. Machen wir die hier. Und dann mache ich nur eine hier hin. Und dann packen wir die hier hin. Okay. Machen wir es so. Es wird auch nicht funktionieren, aber wir versuchen es. Lass uns mal gucken. Vielleicht funktioniert es so. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich nicht. Das ist ja das Schlimme. Kommt jetzt da hinten sofort wieder einer mit Helm. Das freut mich schon mal tierisch. Das ist bombastisch. Wie soll man das Level schaffen, ohne dass man viel Geld ausgibt? Ich denke, wir werden das Level letzten Endes mit Geld versuchen zu schaffen, weil das ist ja blöd. So. Haben wir hier schon mal dicht. Schau dir mal das an. Schau mal, wie viele da kommen. Das ist ja schwachsinnig.
Ist ja mehr wie schwachsinnig. Aber gut. Mein, irgendwie müssen wir es ja versuchen. Sonst haben wir ja überhaupt keine Chance. Blöd ist halt... Ja gut, aber der wird jetzt wenigstens Stück für Stück geschadet. Okay. Aber die brauchen ganz schön lang, bis sie hier hinten sind. Vielleicht ist es doch die richtige Lösung gewesen. Also bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Oh, gut. So, also kommt jetzt da hinten wieder einer. Ich will die vielleicht doch noch nicht ausschalten. Vielleicht hebe ich mein Geld mir mal auf. Lieber. So. Das ist die Hälfte des Levels. Sobald das Schutzschild down geht... Moment. Erstmal das hier. Sobald das Schutzschild down geht, werde ich hier einen Dünger anwenden drauf. Sobald es down geht, sofern es down geht. Weil es geht gleich down. Na? Oh Gott. Müssen wir jetzt sofort machen. Weil die hier hinten... Die werden wir jetzt... Stilllegen. Genau. Okay. Gut. Das hat schon mal gut funktioniert. Ah, der Große kommt ja auch noch. Stimmt ja. Oh, du meine Güte. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Oh, bin ich froh, dass er nichts anderes gemacht hat. Ich bin ja so froh, dass die alle geslowt werden. Mach mal nochmal. Komm, einmal machen wir noch. Und? Und? Gehen wenigstens die Dinger dann hier, die alle down? So, eine große Welle kommt. Die hier müssen wir ausschalten, weil die schieben dann nur wieder. Was? Der hat die Pflanze kaputt gemacht? Nein! Ausgerechnet da oben! Okay, das ist die letzte Welle, oder? Okay, wenn das die letzte Welle ist, dann bedeutet das, dass wir hier den hier loslassen, damit die Lane hier clean ist. Und dann... Machen wir den nochmal. Okay. Und? Okay, das hat schon mal schön aufgeräumt. Wir haben keine Sonnen mehr. Das heißt, wenn ich das Level nicht schaffen sollte, oder wenn ich kurz davor stehe, es nicht zu schaffen, werde ich... Ich werde es sofort machen. Wir kaufen nochmal den Dünger. Nein. Oh, 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 habe ich Glück gehabt, dass er den am Leben gelassen hat. So, na also... So, jetzt können wir es ja nur noch schaffen. Ja, manchmal musst du einfach Geld ausgeben, um so eine, ja, so Unskilligkeit, wie ich das teilweise an Land lege, irgendwie auszuloten. So, jetzt geht der gleich down. Dann kann ich ja hier schon mal einen Kringel machen, solange wir warten, dass der down geht, dass ich diese Folge hier aufgenommen habe. Beim kleinen Notizbüchlein, dass ich immer schön einen Überblick habe, was ich noch aufnehmen muss und was nicht. Na, das ist doch mal was. Ah, ein Geschenk. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Was gibt es denn? Ich wette? Ich wette, es ist ein Kostüm. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Nehmen wir. Nehmen wir. Sehr schön. Gut. Dann schauen wir da noch einmal rein, ob sich da noch irgendwas Schönes ergeben hat. Okay. Oder machen wir hier noch? Sehr schön. Und dann verabschiede ich mich für heute. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.